Seescharm trifft auf Hochleistungssport im Rheinhafen Karlsruhe. Der Hafen, das Zuhause der Rheinbrüderkanuten. Bei knapp 20 Grad in der Frühlingssonne paddeln die Kanuten durch die Hafenbecken. Ihr Trainer Detlef Hoffmann begleitet sie im Motorboot. Die Rheinbrüder und der Rheinhafen, das passt einfach gut zusammen. Ja gut, er ist unser kleines Wohnzimmer, sage ich immer, oder unser großes Wohnzimmer. Aber es ist immer eine Seite, die Idylle jetzt, wenn man so hier schön sitzt. Und die andere ist am 17. Dezember morgens um 7:30 bei Schneegriesel. Da lade ich dann immer jeden gerne ein, der dann mit mir tauschen will. Nein, es ist sehr schön hier. Ich glaube, wir haben ja auch so eine Nische gefunden. Das ist ja immerhin unser Industriebinnenhafen und wir dürfen hier Gott sei Dank den Sport ausüben mit Sondergenehmigungen. Aber wenn es natürlich so Wetter ist und auch so ruhig ist, dann ist es herrlich. Aber auch dieses Bild gehört zu den Trainingseinheiten der Rheinbrüder. Schuften im Kraftraum des Bootshauses. Training, das ist eben nicht nur auf dem Wasser. Jetzt zum Beispiel für diese Woche sind noch 5 Stunden Krafttraining, 3 Stunden individuelles Training mit Lauf, Gymnastik, Sachen, die jetzt auch noch dazukommen dabei. Aber in der Regel ist es um die Jahreszeit oder zu dem Zeitpunkt jetzt eben auch 3 Wochen vor der wichtigsten nationalen Qualifikation, sind wir natürlich schon dran, dass wir ja mehr als 70% auf dem Wasser sind. Die Rheinbrüder sind ein Mehrspartenverein mit 700 Mitgliedern. Wandern, Segeln, Skifahren sind zum Beispiel im Angebot. Bekannt sind die Rheinbrüder aber in erster Linie für ihre erfolgreichen Kanuten. Hier beim Training die Leistungsgruppe der Rheinbrüder Kanuten, betreut von Detlef Hoffmann. Diese Sportler haben sich entschieden, sehr viel Zeit aufzuwenden, um erfolgreich zu sein. Aber bei den Rheinbrüdern kann man auch einfach nur Spaß am Paddeln haben, zumindest in jungen Jahren. Wer sich zum ersten Mal ins Kanu setzt, der tut das normalerweise, um Spaß zu haben. Es ist sogar so, dass wir beides machen hier. Du fängst also an und hast sicher jetzt eine reine Spaßgeschichte, indem man erstmal ganz in Ruhe sieht, ist das eine Sportart für mich? Kann ich da überhaupt was mit anfangen? Und das machst du so ja, zwischen 8 und 10, 11, 12 Jahren. Dann bist du da dran und guckst eben, ob das deinen Wünschen entspricht. Und dann so Richtung 13, 14, 15, da musst du dich entscheiden. Ja, und was wir dann nicht mehr machen hier, das ist dann, wenn du hier im Hobbybereich dann weitermachen willst. Da haben wir dann andere Möglichkeiten bei unserem Stammbootshaus in Rappenwörth draußen. Da könntest du dann entsprechend versuchen, das auch hobbymäßig weiterzumachen. Aber hier ist dann doch reine Leistungssportabteilung. Denn es wird sich auch beißen, wenn du da eine Leistungssportgruppe hast und einer, der nur alle 2 Wochen 2-3 Mal kommt. Das ist natürlich nicht im Sinne des Ganzen. Eine Kanutin, die genau diesen Weg vom reinen Spaß hin zum Leistungssport gegangen ist, ist Silke Hörmann. Derzeit erfolgreichste Sportlerin bei den Rheinbrüdern. Sie steht im A-Kader der Nationalmannschaft. Ja, mein Vater war hier Trainer und er hat mich natürlich hier auch mal hergebracht. Ich habe anfangs geturnt, bin auch Ski nebenher gefahren, aber habe mich dann letztendlich fürs Paddeln entschieden. Und wann kommt dann der Punkt, wo man merkt, okay, jetzt muss ich vielleicht so viel Zeit aufwenden, um das auf Leistungsniveau machen zu können? Gibt es irgendein Alter, in dem man sich dann halt entscheiden muss, möchte ich das weiter nur zum Spaß machen oder jetzt richtig einsteigen? Ja, es beginnt natürlich mit der, wenn man Jugendfahrerin ist, da habe ich mich dann zum ersten Mal für die Juniorennationalmannschaft qualifiziert und dann war für mich klar, ich mache das weiter und mache es professionell. 2011 ist für die Rheinbrüder das Jahr des Umbruchs. Die großen 5, so wurden die erfolgreichsten und auch bekanntesten Rheinbrüder-Kanuten der vergangenen Jahre genannt. Und die sind nicht mehr da. Olympiamedaillengewinner Björn Goldschmidt zum Beispiel beendete seine Karriere. Außerdem sind Björns Bruder Arndt Goldschmidt, Marin Knebel und Judith Hörmann, außerdem Stefan Holz nicht mehr da. Sie beendeten ihre Karriere oder wechselten den Verein. Für Detlef Hoffmann aber kein Grund, sich die Laune verderben zu lassen. Für Nachwuchs ist schließlich gesorgt. Also wir haben einen guten Zulauf, Gott sei Dank. Wir sind teilweise auch jetzt gerade mit unserem alten Bootshaus an der Kapazitätsgrenze gewesen. Wir machen da auch immer sehr viel in den Bereich. Wir machen eine Talentsuche, wir machen hier Aktionen mit den umliegenden Schulen, alle 3. und 4. Klassen, die wir immer mal herholen. Und da ist der Zuspruch am Anfang immer riesig. Das ist gigantisch. Du gehst in eine Klasse, ja, ob der Björn Goldschmidt oder ich, wenn wir da drinnen waren, die wollen alle kommen erstmal. Ne? Dann kommt aber auch ja, fast 2/3 von den Leuten. Und wenn sie dann sehen, so nach 1-2 Mal, was da dahinter steckt, da bricht sehr viel wieder weg. Das muss man ganz klar sagen. Aber im Großen und Ganzen ist der Zuspruch sehr gut und wir sind sehr zufrieden eigentlich.
Dafür, den Nachwuchs an den Leistungssport heranzuführen, ist unter anderem Arndt Goldschmidt zuständig. Er hat nach seiner Karriere die Seite gewechselt und sich mittlerweile gut in die Rolle als Trainer eingelebt. Ja, also ich habe mittlerweile natürlich mit der sportlichen Karriere vollkommen abgeschlossen. Für mich war der Wechsel eigentlich auch relativ einfach, weil bei mir auch irgendwo der Körper so zu mir gesagt hat, mir reicht's jetzt. Und irgendwo war für mich dann auch die Zeit gekommen, einfach zu sagen, okay, jetzt will ich halt meine Zeit mehr eben in diese Nachwuchsförderung einfach stecken oder meine Zeit eben dem Nachwuchs dann auch widmen. Wenn du ein bisschen zurückschaust, gibt es manche Dinge, die du jetzt eher nachvollziehen kannst, was ein Trainer irgendwie zur Weißglut treibt oder so, was als Sportler nicht so ging, wenn der Blickwinkel noch gefehlt hat? Ja, ich meine, es sind natürlich riesen Erfahrungswerte, die man jetzt eben gerade eben aus diesem Sportler-Dasein mit eben auch in das Trainer-Dasein bringen kann. Und da hilft es einem wahrscheinlich auch oftmals, einfach den angesprochenen Blickwinkel einfach auch so aus Sportlersicht eben auch dann besser nachvollziehen zu können. Die Rheinbrüder haben ja einen großen Namen. Wie sieht es bei euch mit dem Nachwuchs aus? Seid ihr da zufrieden? Ja, also das läuft bei uns eigentlich auch ganz gut. Also auch da sind wir sehr, sehr engagiert. Also wir haben da verschiedene Projekte am Laufen, seitens jetzt Schulprojekte, Schulkooperationen und sind da auch immer mit Aktionen da auch dabei, dass da auch eben der ausreichende Nachwuchs auch immer nachkommt. Die Jüngsten bei uns sind 7 Jahre alt. Das optimale Alter würde ich, also ich habe zum Beispiel mit 9 angefangen, deswegen sagen wir auch immer, so zwischen 8 und 10 Jahren ist eigentlich so das optimale Einstiegsalter, was jetzt aber keinen 12-Jährigen davon abhalten sollte, mal bei uns vorbeizukommen. Das sieht sehr geschmeidig aus und auch mehr oder weniger einfach aus, wenn man sieht, es ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Wenn jetzt jemand kommt, der das noch nie gemacht hat, der aber Interesse hat, wie lange dauert es dann, bis er hier im Rheinhafen unterwegs sein kann? Ja, also es ist mit Sicherheit viel, viel schwerer, wie es aussieht. Also ich sage immer so, die ersten 2 Monate gehen da schon